Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Heute wollen wir mal von Yu-Gi-Oh! Ja, das Starterpaket aufmachen. Ich habe mir das gestern geholt beim Einkauf. Und ja, jetzt wollen wir mal reingucken, was da alles so drin ist. So, da haben wir zu einem die nochmals verpackte Mappe. So, also Konami, die sparen wirklich nicht an Verpackungsmaterial. Vom Aufbau her ist es genauso wie von Tops und Panini. Da gibt es keinen Unterschied von. So, dann haben wir hier einmal die Vorderseite und einmal die Rückseite. Ja, jeweils verschiedene Motive. Einmal hier. Ich hoffe, ihr könnt es so erkennen. Dann dieses Motiv. Ja, und dann haben wir, wie bei den anderen auch alle, ein großes Poster dabei, wo die ganzen Karten aufgelistet sind, damit man sieht, welche Karten man hat und welche man noch braucht. Gut. So. Ups, das war aber noch nicht alles, was in diesem Paket drin war. Weil wir haben hier noch drei Booster. Drei Karten pro Booster Pack. Ja, ist ja in den anderen auch drin. So. Das sind die drei Booster hier. Die werde ich natürlich ja nachher öffnen. Weil ich muss jetzt vorher erstmal die Kamera wieder umbauen. Ich baue jetzt nur mal schnell hier die Mappe zusammen. Tja, welches ist nur vorne, welches ist hinten? Ist eigentlich, sollte ich meinen, egal. Sollte ich meinen, aber das muss nicht die Wahrheit entsprechen. Das kann auch genau andersrum sein. Ihr könnt es mir bitte mal in die Kommentare schreiben, ob ich das richtig gemacht habe oder ob es wirklich ein Unterschied ist zwischen Vorder- und Rückseite. So, also diese Yu-Gi-Oh! Karten werde ich definitiv sammeln, weil ich finde die einfach, ja, wie sagt man so schön, cool, nice. Ja, die haben was, die gefallen mir sehr. Genauso wie ich die anderen sammeln werde, die Dragons.
Da habe ich ja schon mit Ruby geschrieben. Wie gesagt, die Mappe kommt auch noch nach der gewissen Freigabe. Ruby weiß Bescheid. Und da kommt dann selbstverständlich auch ein Video. Und ich werde mir selbstverständlich auch die von Ruby angucken. So, Mappe ist zusammengebaut jetzt. Und jetzt mache ich hier einen kleinen Cut, dann baue ich alles wieder um. Dann seht ihr das in der gewohnten Umgebung. Und dann zeige ich euch noch schnell diese drei Booster hier, die mit dem ganzen Kram hier in diesem Anfangspaket drin waren. Also, wir sehen uns gleich wieder. So, umgebaut ist alles jetzt wieder. Jetzt wieder die gewohnte Umgebung. So, hier nochmal das Booster Pack. Also wie gesagt, ich werde die definitiv sammeln. Ob ihr das sehen wollt, das könnt ihr mir ganz einfach bestätigen, indem ihr Daumen nach oben oder Daumen nach unten gebt. Dann sehe ich ja, wie es ankommt. Ihr könnt mir das auch gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, dann könnt ihr eben dabei zugucken, wenn ich denn meine Karten hier aufmache. Anordnung des Künstlers, das ist eine Fellenkarte. Und könnt mir dabei zusehen. Fusion der Edelsteinritters, das ist eine Zauberkarte. Ja, ich habe schon bei dem ersten Video mal nachgefragt. Also die grünen sind Zauberkarten, die braunen sind Monsterkarten, die roten sind Fellenkarten, also normale Karten, und ja, schwarz müsste demnach denn eine, sind denn besondere Karten. So, Künstlerkumpel Peitschenschlange. Das ist also eine sogenannte Monsterkarte. So sieht er aus. Gut, das war das erste Pack. Machen wir das zweite auf. So, da haben wir Scherenkobold. Das ist also auch wieder denn eine Monsterkarte. Dann haben wir XXselbe Koboldritter. Auch eine Monsterkarte. Und wir haben eine Fellenkarte. Ja, ist diese Fellenkarte hier auch? Nein, die ist... Ja, es gibt da so leichte Unterschiede. Manche sind so, ja, hologrammmäßig, kann man bald sagen. Die glitzern so. So. Und dann, ja gut, das ist hier Phantomritter des Schattenschleiers. Ihr könnt die Karten gerne anhalten, also das Video gerne anhalten, wenn ihr dann wollt. Dann könnt ihr euch die Karten genauer angucken. Wie gesagt, wenn Interesse besteht, schreibt es mir unten in die Kommentare. Und ansonsten kaufe ich mir die halt eben trotzdem selber. Das ist auch wieder eine Monsterkarte. Was? Super starker Samurai großer Benkei. Mhm. Kuscheltierbär ist denn demnach auch eine Monsterkarte. Und hier haben wir Künstlerkumpel Feuer. Künstlerkumpel Freundesel. So sieht er aus. Das ist auch schon wieder so eine, ja, ich sage mal, Effektkarte.
Die glitzert auch schon wieder. So. Gut. Dann soll das Video das gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn Interesse besteht an dieser Art Videos, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Denn zeige ich auch öfters mal ein Mappen-Update jetzt hier von der Mappe. Wie viele Karten und was für Karten ich schon habe. Und ja, ich freue mich dann aufs nächste Video. Wie gesagt, Daumen hoch, wenn ihr sehen wollt. Daumen runter, wenn ihr kein Interesse dran habt. Ihr könnt mir auch in die Kommentare ein paar Infos dazu geben, weil wie gesagt, hatte ich ja auch schon im ersten Video gesagt, so viel Ahnung habe ich davon nicht. Es interessiert mich aber. Und spielen werde ich dieses Spiel nicht. Das scheint mir ein bisschen zu kompliziert zu sein. Genauso wie diese Magic-Spiele. Das ist alles, naja, da müsste man sich zu sehr in diese Materie vertiefen. Da habe ich andere, ja, Interessen, andere Sachen, wo ich mich denn dahin... Mir geht es halt eben nur um das Sammeln der Karten. Weil ich finde sie cool. Manche sehen richtig, ja, schön aus. Die haben was. Deswegen, ich finde es toll. Und ich werde definitiv diese Karten weiter sammeln. Genauso wie die Dragon und die Minions. Davon werden auch Mappen geholt. Und wir sehen uns jetzt beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und tschüss.